Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us. In der letzten Folge sind wir ja hier gelandet. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier jetzt, wie wir jetzt hier das Tor da hinten, das da, geöffnet bekommen, damit wir mit dem Boot rausschippen können. So, dann lass uns doch mal schauen, wie wir hier, das Tor öffnen. Okay. Also, Waffen haben wir jetzt aufgebessert. Wir haben jetzt die Pistole sowie die Schrotflinte nochmal mit ein paar Stats versehen. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann äußert im Kampf. Und jetzt gucken wir erstmal hier. Hier können wir irgendwas machen mit dem Ding. Weiß man noch nicht was, aber wir schieben es mal hin und her. Ich weiß nur noch nicht, wohin wir damit müssen. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Warte kurz! Ich hab gesagt, warte kurz! Wo bist du? Okay, warte! Der tat weh. Ganz kurz. Um da hinten noch was zu holen. Lalala. Hier ist noch einer. Oder ist es der gleiche? Das ist der gleiche! Okay, danke. Piss dich, Junge. Alter, das war jetzt gerade ein bisschen hektisch, aber wir haben es irgendwie geregelt bekommen. Alle sind so tot. Scheiße. Ja, denke ich mir auch gerade. Das ist so eine Scheiße, ey. Okay. Zurück zu dem verdammten Riesenrad. Nee. Wir gehen jetzt erstmal nochmal hier ganz kurz gucken, looten. Und, Alter, das war jetzt gerade Hektik. Hektik pur. Oh, Junge. Mit so einem dicken ist, war jetzt nicht schön. Aber wir haben es, irgendwie geregelt bekommen. Weiß zwar noch nicht wie, aber. Ja. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, das war jetzt gerade, wie gesagt, sehr, sehr aufregend. Und sehr, sehr hektisch. Oh, wir haben hier eine neue Semmelkade. Lass uns mal gucken, was die neue Semmelkade so sagt. Wenden und lesen. So, Kazak Breit. Einmal Planet Titan. Intelligenz 100, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit Spark. Der junge Kazak Bright verlor durch den Bürgerkrieg auf Titan seine Eltern und schwor der Future Alliance, die er für den Ausbruch des Konflikts verantwortlich machte, Rache. Als Erwachsener wurde er ein anerkannter Kommunikationstechniker bei Spark Centauri 22 und entwickelte eine Quantensignalübertragungstechnologie, die Kommunikation über enorme Distanzen ermöglichte. Obwohl diese Spark einen Vorteil verschaffte, erlitt man gegen die Zukunftsallianz eine Niederlage nach der anderen. Kazak gelang es, die Reichweite seines Quantenkommunikators bis weiter hinter unser Sternsystem zu erweitern. Jetzt versucht er, jemanden oder etwas zu erreichen, das ihm endlich zu seiner lang ersehnten Rache verhelfen kann. Er ist ein neutraler Schurke. Okay, cool.
Kann man machen, muss man nicht machen. So, jo, jetzt sind wir hier. Und was gibt es jetzt hier noch feine? Kann ich hier irgendwie das Tor öffnen da vorne? Also, komme ich überhaupt auch zum Tor wieder zurück? Das ist jetzt die andere Frage, logischerweise. Oder ist es jetzt einfach nur ein dummer Raum? Nee, ein dummer Raum ist es nicht. Hier kann ich anscheinend nur weiter nach oben. Ah, okay. Okidoki. Jetzt sind wir hier oben. Vielleicht gibt es ja... Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich von hier oben irgendwie das Tor öffnen kann. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Oder geht es jetzt weiter ohne Motorboat? Das wäre natürlich auch eine Option, ne? Also ohne Motorboat weiterzugehen. Richtung Ellie? Nee, Ellie nicht. Richtung Abby. Wir sind ja Ellie. Alter, das ist ja hier mega groß. Ist ja mal... nicht zu vernachlässigen, den ganzen Stuff hier zu finden. Ne? Also so groß wie... wie die Sachen sind hier. Kann man? Kann man machen? Muss man nicht machen. Ah, hier geht's wieder runter zu meinem Kampf, den ich da gerade geführt habe. Okay. Und hier hinten geht's dann anscheinend wieder runter Richtung dem Boot. Aber jetzt ist dennoch die Frage. Ja, genau, das ist Boot. Wie kann ich den Kram hier öffnen? Allein! Ich musste das nur beiseite schieben, damit ich das dann hier unten irgendwie... Ne, hier nicht, sondern hier hochziehen kann. Okay. Verstehe. Okay, dann geht jetzt hier die Wild Rusher Rafting. Geht jetzt weiter. Voll nice. Ich finde es irgendwie ganz witzig, mit dem Boot da so ein bisschen durchzuschippern. Und den ganzen Kram zu machen. Finde ich irgendwie ganz, ganz witzig. So. Und wir müssen Richtung Riesenrad. Riesenrad, da soll sich ja Abby verstecken. Und da werden wir jetzt gucken, dass wir da hinkommen. Zusätzlich ist es natürlich hier mit der Umgebung ziemlich laut. Was okay ist. Deswegen muss ich ein bisschen lauter sprechen. Was aber auch okay ist. So. Ja, was ist denn da hinten los? Sag mir nicht, dass da ein Wasserfall ist. Ich hoffe nicht. Das sieht sehr stürmisch hier hinten aus. Alter. Okay, also dann ist das Riesenrad da, wo wir ja die ganze Zeit hin wollen. Und zum Aquarium. Jetzt geht der Motor wieder aus. Okay, und es ist vorbei. Was kann ich jetzt machen? Hallo? Hallo? Hochschwimmen? Hallo? Ich will nicht ertrinken. Okay, also wir müssen Richtung Riesenrad schwimmen. Unser Boot ist untergegangen. Ja, und die Wellen reißen uns ganz schön in die Tiefe. What the fuck? Aber wir sind auf jeden Fall in der... Schade, ich wollte gerade tauchen. In der richtigen Ebene. Kannst du hier hochklettern? Bitte. Okay, danke. So, jetzt sind wir hier. Das ist die große Frage, sind wir hier alleine oder erwartet uns jetzt hier wieder Überraschung, Überraschung, ja, ein paar Leutchen. Ich hoffe mal, dass wir alleine sind. Ich meine, es können jetzt natürlich wieder noch ein paar Infizierte kommen. Ja, das ist klar. Also wie das hier so ein bisschen aussieht, würde mich das nicht wundern. Hier war noch Loot-Stuff. Loot, Loot, Loot. Hier gab es noch was zum Looten. Nice. Okay. Abby, wo steckst du? Also hier hat sich ja Abby versteckt. Oder hier hält sie sich irgendwo versteckt. Jetzt ist die Frage, wo? Na komm. Verdammt. Geht's nicht auf. Okay. Bin auch gleich am überlegen, ob wir noch ein bisschen was uns herstellen. Oder ob wir einfach jetzt mal hier durchgehen. Kannst du dich jetzt hier richtig durchkrabbeln? Meine Fresse, ey. In der Rocke hättest du das doch auch machen können. So, lass mich raten. Wir müssen wahrscheinlich hier nach oben. Hm?
Auf geht's. Oh Mann. Jetzt geht's hier rein ins Versteck? Eieieiei. Okay. Dann lass uns doch mal schmulen. Ob wir jetzt hier jemanden finden. Also laut Horchen habe ich erstmal nichts. Aber da ist mir eindeutig zu ruhig hier. Im Aquarium. Das sieht nicht gut aus. Kann ich die Tür jetzt eigentlich von hier aus öffnen? So als Backup? Als Exit? Aber nein. Können wir nicht. Gut, wo soll Abby sein? Abby muss sich ja hier irgendwo verstecken. Aber wir kommen hier nicht weiter. Hä? Soll ich jetzt hier irgendeine Tür übersehen? Also ja klar, hier geht's dann irgendwie hin. Aber hier komme ich nicht durch. Kann ich hier irgendwo durch? Nee. Die Scheiben kann ich nicht einschlagen. Aber hier komme ich durch, guck mal. Oh, jetzt wird's gefährlich. Was haben wir hier? Nur eine kleine Tafel. Manchmal verstecken sich auf den Tafeln ja so kleine Codes für eventuelle Saves. Wo sind wir hier? Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Sagen wir es, wie es ist. Es sieht nicht gut aus. Kann ich hier hochklettern? Nee, kann ich nicht. Ich kann da hinten hochklettern. Würde mich jetzt echt mal fragen, ob es hier wirklich... Ob wir hier wirklich jetzt alleine sind oder ob wir jetzt hier gleich... Gegner antreffen. Es ist wirklich sauruhig, die Geschichte hier gerade. So, dann lass uns doch nochmal gucken, was können wir uns denn jetzt hier herstellen? Wir können uns sowas hier herstellen. Nice. Wir können uns noch ein paar Pfeile herstellen. Das finde ich auch ganz nice. Dadurch kann ich jetzt wieder ein paar Sachen wieder mitnehmen. Okay. Der Ganze ist mir sehr unheimlich. Ich sag, wie es ist. Wie es ist. Genau, wie es ist. Wie es ist. Ist auch geil. Hä? Muss ich jetzt hier wieder runter? Okay. Ist da eine Tür? Nee, da gab es keine Tür. Okay, jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite. Okay, hier geht's weiter. Okay. Wo zum Teufel steckst du? Ja, das ist die große Frage der Fragen. Wo zum Teufel steckt Abby? Wo genau versteckst du dich, meine Kleine? Oder bist du überhaupt noch hier? Oder bist du schon wieder weitergezogen? Ich würde ja fast behaupten, dass er weitergezogen ist. Scheiße. Jetzt ist die Frage, kann ich hier irgendwo rein? Hier kann ich auch nirgendwo rein. Hier komme ich nicht weiter. Ja, das ist mir auch irgendwie jetzt klar. Aber wie könnten wir denn weiterkommen? Wo ich tauchen gehen kann, oder nicht? Okay, also hier kann ich... Ah, okay. Eingang gefunden. Wusste doch, irgendwo musst du doch durchklettern können. Okay, dann gehen wir jetzt hier natürlich die Schächte durch. Ganz klar. Okay, da können wir nicht durch. Also gehen wir jetzt einfach nur das Labyrinth hier so weit durch. So, warte mal, wir könnten jetzt aber... Warum kann ich nicht nach da gucken? Ach, nach da kann ich nicht. Okay. Da ist ein... Ey, ich hoffe jetzt nicht, dass mir jetzt hier irgendwas entgegenkommt. Ey, das wäre jetzt so richtig... Horrormäßig. So was zum Beispiel. Oh ne, nicht schon wieder ein Hundi. Ich will nicht Hundi. Hundi. Oh Mann. Blöder Hund. Ja, das muss doch nicht sein. Ganz ehrlich. Ich mag das nicht, dass wir... Weil die Hundis, die können doch nichts dafür. Ja, also... Die wollen doch nur das Härchen verteidigen. Und hier ist jetzt die große Frage. A, warum nimmt sie jetzt die Waffe in die Hand? Und B, warum ist hier ein Hund? Okay. Lass uns das mal untersuchen. Okay, hier hat sich jemand... Hier hat sich jemand verarztet. Also irgendwelche Wunden gereinigt. Das ist die große Frage. Wo sind die? Ich sag ja, das ist...
Das wird hier ein kleines Endboss-Fight-Szenario werden. Irgendwie mit Abby. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ich habe auch nicht sehr viel Munition hier in der Pistole. Fällt mir gerade mal auf. Ich habe nämlich nur einen Schuss. So, will ich jetzt da durch? Oder wollen wir jetzt erstmal noch hier durch? Ich würde jetzt erstmal nochmal hier schauen. Oha. Hier geht's aber weiter. Okay, warte mal. Dann gehen wir doch lieber nochmal kurz zurück. Weil dann wird es vielleicht nur ein geschlossener Raum sein. Hoffentlich. Okay, der Raum ist abgeschlossen. Dann können wir da nicht durch. Dann müssen wir hier wieder zurück. Und jetzt ist die große Frage, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir jetzt hier rechts lang? Richtung Mr. Krabs? Okay, das sind Stimmen. Da sind Stimmen, da war was. Also gehen wir da noch nicht lang. Gehen wir erstmal hier. Oh, hier sind doch die Betten von denen. Hier übernachten die doch. Hier ist nämlich auch Hundis Bettplatz. Guck mal hier. Oh. Die schlafen alle hier. Oh. Der gehört zu den Fireflies. Okay. Okay, gibt es jetzt nochmal einen Tagebucheintrag? Den wir uns jetzt nochmal kurz vorher durchlesen, bevor wir da durch die eine Tür laufen. Owen Moore, okay, gut. Das war jetzt sehr viel im Tagebucheintrag. Einfach nur die Medaille plus den Namen. Kann man machen. Kann man aber auch sein lassen. So, kann ich hier rein? Ne, hier ist abgeschlossen. Hier gibt es sonst nichts weiter. Hier ist sonst nichts weiter an Loot. Nur die eine Tasche. Ja doch, hier gibt es noch ein bisschen Medizin. Da ist auch nochmal Medizin, die wir uns jetzt grabbeln. Und das war nicht sehr clever von uns. Okay, wir sind bewaffnet. Okay, dann lass uns mal gucken, was uns jetzt hier hinter erwartet. Von dieser Insel kommt nie jemand zurück. Wie oft hat Abby für dich ihr Leben riskiert? Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es. Geh zurück. Fick dich, Owen. Hände hoch. Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauche nur sie. Bullshit. Du. Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wir stimmen nicht überein. Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht mehr. Stopp! Wir können überall. Geh sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Owen! Nein. Fuck.
Hey! Es tut mir leid. Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut.